herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Klaus Jäger. Servus. Servus. So, wir müssen uns sputen. Machen wir uns auf den Weg? Ja, aber sowas von. Schon wieder eine Dreiviertelstunde ins Land gegangen. Ei. Und wie war das Essen? Boah, Hammer. Was gab's denn, wenn ich mal blöd fragen darf? Rührei. Boah, ich bin nächstes Mal dabei, wenn's geht. Ja, musst du halt mal rechtzeitig Bescheid geben. So. Hey. Dann fahren wir mal hoch. Irgendwo bei den Schlangenlinien, da war es irgendwo. Weißt du, was das Gute ist? Nein. Was? Habt ihr nicht gehört? Da war so ein Rauschen. Nein. Ach so. Gut. Ist gerade keiner auf der Straße. Wir können fahren, wie wir wollen. Ich riskiere ja nichts. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo Kameras sind. Ja, stimmt, das könnte man dem Stromberger noch zutrauen. So, aber irgendwie komme ich heute nicht zum Arbeiten, ey. Gestern Abend mit der Scheiß... Hallo? Hallo? Hast du nicht mehr gehört? Nee, sind wir bis jetzt auf Entfernung. Ich bremse mal ein bisschen ab. CB-Funk, fahr zu! Schneller! Uiuiui! Ich hab Tonne hinter dran! Oh! Hab dich ein bisschen geboostet. Ja, die Badepresse ist ja auch nicht so ganz leicht, der muss ja auch ziehen. Ja, der Hans-Peter, der Hans-Peter hat dem so ein komisches Ding verkauft, so ein Hackschnitzelteil. So ein Heizomat oder wie? Ja, ich glaube, aber so ein, nee, kein Heizomat, so ein Hackschnitzel. Na, Hacker, Jens Hacker. Genau. Und zwar den großen, aber so ein Schrott. Das hat er gemeint, die Bäume müssen einfach weg. Komisch. Fäll ich ihm die Bäume und sack das Holz ein. Abbiegen. Moment, ich bremse ab. Die Druckluftbremse spinnt zurzeit irgendwie ein bisschen. Genug Druck drauf. So, jetzt müssen sie ein bisschen abbremsen, weil ich habe ein bisschen Tonne hinter dran. Ist auch nicht so von Vorteil, wenn da noch ein halber Baller drin ist. Nee. Oh, wo müssen wir hin? Eigentlich da durch, aber... Warte mal, ich fahr mal gerade. Ja, fahren Sie mal voraus. Ich fahr mal dran vorbei. Aber ich glaube, hier müssen wir hier halten. Entschuldigung. Nichts passiert, haben wir rechtzeitig noch angehalten. Ich fahr mal gerade hoch. Da. Hallo. Hallo! 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 Hey, hier ist aber was los. Ja. Guten Tag, die Herren. So, was ist hier nur los? Ja, ich halte gleich eine Rede, bis ich alle mal sag, wo sie hin sollen am besten. Also. Sind doch alle da. Sehr verehrte. Sie schreien aber ein bisschen laut. Moment, ich komm mal hin zu ihnen. Vielleicht kommen die anderen auch mal rüber. Alle Leute mal bitte zu diesem Auto kommen. Welchem Auto? Hier stehen mehrere. Na, da, dem wo Auto der Herr Reinhardt draufsteht. Also, sie beiden natürlich auch. Aber langsam. Nicht, dass sie noch stolpern mit ihren Handschellen. Sie bleiben, Herr Schmidt und Herr Hofer, Sie stehen bitte etwas außerhalb. Am besten tauschen Sie mit dem Herrn Neumann. Also, sehr so, stehen bleiben bitte. Bürger und Bürger der Stadt Schwatzingen. Ich weiß nicht, ob Sie es gerade im Schwatzinger Anzeiger gelesen haben. Das ist was Aktuelles. Und zwar hat die Firma Ford von den Fahrzeugen, also von den Autos her, einen Abgasbetrug halt begangen. Des Weiteren, weil die umgetauscht werden müssen, das ist justiztechnisch alles durch, wenden Sie sich bitte an den Herrn Peter. Zum Glück habe ich keinen Ford genommen, Jürgen. Hättest du mir einen Scheiß angedreht. Und ich würde mal sagen, jetzt wollte ich noch was Kleines, was mich betrifft, sagen, das betrifft jetzt weniger die Stadt Schwarzing, aber ich möchte eine Partei gründen. Und diese Partei soll für jeden jeder eintreten können, der will. Und halt
wer Interesse hat, kann sich immer bei mir melden. Das Programm wird selbstverständlich zusammen festgelegt, sodass, ja. Und es wird auch immer demokratisch gewählt. Herr Reinhardt, haben wir nicht schon eine Partei hier in unserem schönen Städtchen? Man erzählt sich so eine Gerüchteküche, dass es da irgend so eine Partei gäbe. Ach so, was ich noch sagen wollte, meine Partei steht auf jeden Fall dafür, dass die Umwelt beachtet wird. Ich habe eine Frage. Bei den Autos, handelt es sich um die Autos, wo du drauf stehst, gell? Nee, um die Fords. Das sind dort Schwaben. Auf die dicken. Aber mal nebendran. Also auf die ganz dicken. Wenn sie für die Umwelt stimmen, ist das Auto an. Die ganze Zeit. Den ich damals hatte, mit den Rumleuchte. Noch eine Frage. Da hinten, der welches Auto ist denn hier an? Das Auto war doch aus. Da hinten, der Fendt läuft auch. Also da müssen Sie sich nochmal ein bisschen neu orientieren. Blöde Autostartfunktion. Ich meinte Keyless. Das hat so ein scheiß Keyless-Teil. Und wenn du in die Nähe kommst, startet der Motor bei dem Teil. Größte Mist, empfehle ich keiner Sau. Ja, das hat der Camaro auch. Ja, kann man gut posten, so, aber könnten wir jetzt vielleicht weitermachen? Also zum Traktor. Herr Schmidt, wieso stehen Sie schon wieder hier? Wo? Der Hofer, ich stand immer hier. Ich hoffe, Herr Hofer, kommen Sie mal mit. Haben die zwei eigentlich bald mal ihre Strafe abgesessen? Ja, ich warte nur noch eine Verurteilung. Ah, okay. Also, ich wollte jetzt nur mal sagen, ich hoffe, dass jeder hier weiß, wie Traktorpulleten funktioniert. Also, Sie sehen da, dass dieses Hütchen von den hinteren in der Mitte was so bringt. Können wir da mal hingehen? Da, ja. Die beiden vor mir sind aber nicht so schnell. Komisch, sind aber mal und ich fahre jetzt mit meinem neuen Firmenfahrzeug mal in die Mitte, damit sie alle sehen. Wow. Sie haben Landwirtschaft? Ja, ich möchte nur reinsteigen. Mit einfach nur viel Geld, so schaut's aus. Sehr viel. Außerdem ist das besser, wenn ich jemanden Uhulala abschleppen muss. Ah, jetzt. Okay, hier. Okay, und dann muss man da... Okay, und welche Fahrzeuge werden hier genutzt? Sie müssen also andersrum lenken. Halt die Kategorie. So ist gut. Stopp. Oh. Gut. Passen Sie doch mal auf, Herr Reinhardt. Und könnten wir vielleicht die Gerichtsverhandlung vorziehen? Damit also die beiden Angeklagten vielleicht auch noch die Möglichkeit haben mitzumachen. Ach so, ja, Sie können jetzt mit Ihrem Gelaber über die Gerichtsverhandlung losgehen. Okay, Sie ja, sind der Richter. Oder? Ich übergebe das Wort an Ihnen. Bitte alle Zuschauer hinter die blinkenden Absperrungen. Der Herr Richter bitte vor den schönen Fendt. Die beiden Angeklagten daneben. Herr Stromberger, können Sie mich bitte machen? Ich habe Angst, wenn hier so zwei Leute Herr Knoll? Und ihr sollt kommen! Herr Knoll! Jürgen. Nicht hinter den Baum, hinter die blinkende Absperrung. Die Urteilsverkündung ja, wegen der Sache pinkeln, bei mir oben. Darf sie doch mal sein Geschäftchen machen. Und der Herr Zeuge bitte, der Herr Ankläger bitte auch nach vorne. Wer ist das? Herr Varuna. Achso, ja, das war nur eine Anzeige. Ja, ist jetzt halt vor Gericht alles. Sie sind also der Zeuge. Das Urteil ist gesprochen, die beiden haben ihre Haftstrafe bereits abgesessen. Genau. Kosten für ihre Reparatur des Fahrzeuges und des Ausfalls wird vom Herrn Hofer und Herrn Schmidt übernommen. Können Sie nochmal sagen, was das alles jetzt gekostet hat? Das heißt also, euer Ehren. Es waren einmal die 31.000 Reparatur plus Harry, warum so viel? Herr Schmidt, Herr Hofer, bitte Ruhe. Plus 600 Euro, plus 3000 Euro. Also die beiden müssen 34.600 dem Herrn Varuna überweisen. Plus Arbeitsaufwand in Höhe von 5000 Euro an die Stadt Schwarzingen. Dort ist das, glaube ich, die Kosten der Gerichtsverhandlung und meines Dienstausfalles drinne. Ja. Also, was schulde ich jetzt dem Herrn Varuna? Also, dem Herrn Varuna schulden Sie 34.600. Ein
hoch auf PayPal. Fabian, Mann. Du hast dich verschrieben, es sind 600. Es kam richtig an, alles in Ordnung. Vielen Dank, Herr Schmidt, Herr Hofer. Oh, da hatte ich mich dann wohl verhört, Entschuldigung. Und noch 5000 Euro an die Stadt. Ich dachte 500. 5000. 500.000, so viel. Das ist ja gesagt 500 noch vorhin. 5000, nee, weil die von Anfang an die Rede. Sie machen uns pleite. Ja, warum machen sie so einen Scheiß? Also so einen Scheiß, okay. Also wegen des... Also genau das ist ja das, was ich wollte. Jetzt müssen sie dafür blechen. Bitte weg von der Absperrung, also zu meinem Auto. Alle, die teilnehmen, bitte an den Fan 1050. No risk, no fun. Ich weiß zwar nicht, mit welchem Betrecker. Ich bin Schiedsrichter und Sicherheitsbeauftragter. Darf ich anfangen? So. Und übrigens, es gibt, also am Anfang darf natürlich jeder fahren. Und dann wird halt derjenige, der verkackt hat, sozusagen, fährt gegen den Gewinner von der ersten Runde und immer so weiter. Also falls jemand Doppel-K.O. Der sich halt immer bis zum Ende durchgesetzt hat, der gewinnt von der Stadt gesponsert einen. Achtung, jetzt halten Sie sich mal bitte alle fest. Am Fan? An ihn. Ein Dolce Series 9. Mit 295 PS und 600 Liter Sprittank, maximal 60 km/h. Was? Da haben wir Fett. Wer braucht, Herr Hofer, brauchen Sie Tabletten? Oder ist es der Herr Schmidt? Nein, das ist der da hinten, der Hans-Peter. Der Peter? Ja, hier sind. Das ist alles Peter. Nein. Warum? Das ist. Mach mir doch Herr Brücke Peter, machen Sie überhaupt mit? Einen Arzt, bitte, einen Feuerwehrmann, Jonas. Bitte schnell hier. Jonas, können wir dann nicht mal anfangen? Und der Feuerwehrmann, ja, das war sich um den Hans-Peter. Kümmern Sie sich bitte mal um den Herrn. Jetzt und kommen Sie mit. Ein Einhorn! Wer ist das hier überhaupt? Kommen Sie mit? Alle bitte, die teilnehmen. Das ist der Peter. Ein Einhorn! Alle, die teilnehmen möchten, bitte vor mir ausstellen. Herr Reinhardt, haben wir das richtig verstanden? Dolz! Hauen Sie ihm ordentlich mal eine runter, dann ist Ruhe. So. Also, Herr Volker, warum rennen Sie denn weg? Weil ich so langsam keine Lust mehr habe. Also, alle, die teilnehmen möchten, bitte jetzt einmal alle mit dem Gesicht nach vorne zu mir treten. Und der schon genannt wurde, haut dann bitte hinter die Absperrung ab. Also, teilnehmen möchte Herr Harry Hofer, der Herr Jürgen, Herr Wasex, der Herr Schmidt, der Herr Jäger, Tobi, bring mir mein Gefährt. Und ich. Ist hier schon da. Jo, passt. Und der Herr Neumann. Leute, ihr sollt hierher kommen, wenn ihr aufgerufen wurdet. Aber der genannte Hans-Peter ist ja nicht wirklich kooperativ. Der Hans-Peter will nicht mitmachen? Der Hans-Peter ist der Werkstattonkel. Typ. Kommen Sie zur Sache, Leute. Kommen Sie zur Sache. Okay. Also, jetzt bitte ich einmal, jetzt muss ich mein Auto hier abkuppeln. Jetzt bitte einmal auf die linke Seite Stromberger. Den, Herrn Harry und auf die andere Seite den Herrn... Also, Entschuldigung, nee, Polizei. Ich möchte bitte den Herrn Stromberger anzeigen. Das geht nicht, da ich das bin. Also jetzt, wer ist mit einem Kompakttraktor da? Der sagt jetzt mal bitte schön. Ich fahr mal meinen Fendt auf Seite. Keine Ahnung. Wer hat ein... Ne, ich hab Mittelklasse. Ach nee, Quatsch, wir verwerfen das. Ja doch. Also, wer hat Kompakttraktor? Niemand. Wer hat Mittelklasse-Traktor? Ja. Ich. Hier, Lohnunternehmen. Herr Schmidt. Ich glaube, ich bin der Einzige mit dem Großtraktor. Nee, ich Harry. Auch noch. Herr Schmidt. Mittelklasse-Traktor, der Herr Schmidt. Harry auch. Jürgen, du? Groß.
Herr Jäger? Wir haben Mittelklasse vom LU. Das heißt, ich habe den Herrn Harry und den Herrn Jäger. Haben Sie mal so sitzen. Oh. Schaffst du, Herr Jäger? Herr Jäger? Wer hat das jetzt gesagt? Ja, ihr Chef. Muss nicht Herr hin. Jäger und Herr Harry. Nehmen Sie mal die Tabletten. Muss der Herr. Oh, danke. Wo ich stehe. Muss der Herr Hofer jetzt erst noch seinen Traktor holen oder wie? Ah, ne, der hat schon rein da. Okay. Puh. Ah, Traktoren holen, ups. Ja. Wiederhole, Herr Jäger. Bitte. Jo, bin gleich da. Okay. War mir nicht sicher, ob das ist. Ich hab ein bisschen weit weggeparkt, tut mir leid. Ach so. Muss alles abhängen, gell, Jürgen? Jäger. Jürgen Jäger. Ja, mach ich. Warten Sie. Jetzt steigen Sie bitte aus, Herr Harry. Es wird nämlich von mir höchstpersönlich angekuppelt, damit keiner sich irgendwas falsch ankuppelt. Oder halt betrügt. So. Ja. Wo ist der Herr sei dein Traktor ein bisschen. Muss ich auf die andere Seite von der Stange? Wäre ganz sinnvoll. Ja, mal. An. Ich bin der einzige New Holland-Fahrer hier. Weil dann noch der rückwärts, rückwärts, rückwärts. Nee, machen Sie, Sie wollen. Achso. Machen wir gerade ein Pressefoto, gell? Doch mal, das passt. Ja, ja. Ja, ja, ja wenig schlecht. Bisschen zu wütend. Ari, ich schenk sie einmal an, ne? Darf ich die Flasche wieder? Ja, zurück, was? Zurück. Schenk da mal an, Harry. Jo. Gut, jetzt geht's. Nein, bin noch nicht dran. Ich bin noch nicht drin. Ah, warten Sie. Sie sind denn ja. Close. Closey. Close, 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 close. Warten Sie mal. Er hat. Geht doch. Jetzt. So. Die. Ach. Mir geht schon wieder 10.000 Euro flöten, Minimum. Herr Jäger, fragen Sie noch mal ein Stückchen vor und Herr Harry, Sie müssen ein Stück zurück. Herr Peter, wann gehen Sie bitte hinter die Absperrung? Das war ein bisschen zu viel. Mit Herr Peter, bitte hinter die Absperrung. Ruf ein bisschen vor. Weiter. So, ich zähle von 3 bis 1. Und dann geht's los. Wer zuerst? Sehen Sie da drüben dieses andere Hütchen, der die Packe, da zuerst über hat, der hat gewonnen. Der kommt eine Runde weiter. 3, 2, 1 und go! Oh! Fan Power! Lohnunternehmen! Oha! Spannend! Das ist ein sehr spannendes Rennen! Kämpft sich Harry mit der steht so weit weg, ich will da näher ran. Ich auch! Ich auch! Aber Hunger kommt sich zurück. Oh! Herr Peter! So ja, Sie haben ja recht. Herr Reinhardt, Herr Weissex, bitte alle zurück. Oh. Herr Weissex, Herr Harry! Bitte die Absperrung. Uiuiuiui, das wird knapp. Och, wer kommt denn eigentlich für die Kiste drauf auf? Hoffentlich geht hier kein Motor zu Bruch. Los, Klaus! Da geht eher die Wiese kaputt. Die Wiese gehört der Stadt, das ist so schlimm. Alter, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Klaus, verstärk doch vor! Für alle Zuschauer heute ein bisschen Überlänge. Klausi! Oh, man merkt schon, wo die Wiese langsam kaputt geht. Harry, einfach nicht Gas geben. Dann passiert nichts mit der Wiese. So ein Matschi, Alter. Ich würde mal sagen, ihr könnt eure Motoren ausmachen, das bringt nichts mehr. Ihr kommt, obwohl, der Herr Hofer. Klausi! Sind das eigentlich die gleichen Traktoren? Herr Peter, bitte zurück. Nee, ich hab eine kleinste Motor. Nein! Klausi!
Herr Peter, kommen Sie zurück, man muss Sie in Handschellen legen. Bitte nicht, ich will nicht ins Gefängnis. Oh, 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 oh. Das ist schon spannend. Reinhard, bitte zurück. Also ich würde sagen, der Herr Hofer hat gewonnen die Runde, weil sonst geht es hier noch eine halbe Stunde. Also Herr Hofer ist. Wer hat die größere Motorisierung? Der Herr Hofer, glaube ich. Ende, oder? Ja, Herr Jäger, also. Sie kuppeln bitte Ihren Traktor. Also erstmal ziehen Sie es in die Mitte. Ja, fahren Sie bitte die Abschnittstange in die Mitte. Herr Hofer, Sie müssen hier bleiben. Sie sind in der nächsten Runde nochmal. So bleibt. Jetzt kuppeln Sie bitte ab, Herr Jäger. Herr Jäger, Sie müssen einsteigen zum Abkuppeln. Nein, ich hab. Nee, das geht noch. Kontaktlos. Ich glaube, das Zug mal klemmen. Herr Hofer, steigen Sie bitte mal auf. Herr Reinhard, probieren Sie es mal. Jo. Ich kann irgendwie nicht ins Auto einsteigen. Jetzt passt doch. So, jetzt passt es. So, Freunde, aber ich würde sagen, ich esse erstmal eine Bockwurst. Och ja, ich will auch eine. Ich auch! Ja. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne bei dem Harry Hofer, aka Black Beast 86 rein. Ich habe letztens irgendwann mal 96 gesagt, das war natürlich falsch. Ja. Und auch bei dem Dark Racex YouTube, aka Jürgen Racex. Haut rein, bis morgen. Ciao. Ciao.